eine Deutsche. Ich habe nie darüber nachgedacht, was das bedeutet. Dies war meiner Meinung nach nur eine Einschrift in meiner Geburtsurkunde und in meinem Reisepass. Ich weiß nur, dass diese Einschrift bei mir zum ersten Mal erschienen ist, als ich zur Schule gehen musste. Im Jahr 1992 wurde eine Schule gegründet, die damals Schule der Deutschen hieß. Alle 23 meiner Klassenkameraden waren auch Deutsche. Wir alle haben Litauisch gesprochen, wir alle wohnten in Litauen und haben die deutsche Sprache nur in der Schule gelernt. Ab jetzt bin ich sozusagen verpflichtet, diese Einschrift zu erkunden. Ich bin Indra Norviljene, geboren Danute. Wenn ich weiter über die Deutschen rede, muss ich mich erinnern, dass ich eine evangelisch-lutherische Kirche besuchte. Ich selber habe nie diesen Glauben als Deutschen gekennzeichnet, aber die meisten Menschen denken, dass dieser Glaube ein deutscher Glaube ist. Man kann mit denen streiten, aber man kann keinem erklären, dass es anders ist. Manchmal habe ich mich irgendwie anders gefühlt. Ich war nicht bei der katholischen Religion, hatte die erste Kommunion nicht. Und wenn ich sagte, dass ich eine Lutheranin bin, wurde gleich gestraft, eine Deutsche. Aber da ich in den Zeiten des freien Litauen lebe, habe ich keinen Druck gefühlt. Ganz anders aber es war bei meiner Mutter, Großeltern. Meine Mutter erzählte, dass als sie zur Schule ging, ihre Oma ihr gesagt hat, dass sie nicht allen anderen sagen darf, dass sie eine Lutheranin und eine Deutsche ist. Und auf keinen Fall dürfte sie Deutsch reden oder jemandem sagen, dass sie zu Hause Deutsch sprechen. Deswegen sollte meine Mutter die deutsche Sprache vergessen. Wenn meine Schwester Greta und ich gute Laune haben, sprechen wir aus Spaß miteinander Deutsch. Auch sonst fühlen wir dasselbe über das Deutsche. Deutschland ist mein Lieblingsland und mein Mann nennt mich die Deutsche. Trotz der Entfernung zwischen den beiden Ländern habe ich mich dort nie fremd gefühlt. Vielleicht sind das unbewusst die deutschen Wurzeln in mir. Ich habe nie gedacht, dass meine Mutter, meine Großeltern und ich so viele Missverständnisse hatten, nur wegen der sogenannten Einschrift. Aber Litauen ist meine Heimat. Meine ganze Familie lebt hier.